Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video wollen wir uns den Spurführungsassistenten nochmal genauer anschauen und wie wir diesen ein bisschen zumindest mal austricksen können. Also, Spurführungsassistent mit adaptivem Geschwindigkeitsregelsystem bis jetzt eingeschaltet, aber noch nicht aktiv. Aktiviere ich jetzt mal. Ich lasse jetzt mal jetzt das Lenkrad los. Und nach einer gewissen Zeit kommt der Hinweis, bitte Hände ans Lenkrad. Da ist er auch schon. Und nach einer weiteren kurzen Zeit kommt der rote Hinweis, nochmal bitte Hände ans Lenkrad. Und jetzt kommt der Hinweis, Fahrzeug wird langsamer. Bedeutet, wir haben jetzt die Zeit, wie lange der Spurführungsassistent funktioniert. Also wie lange er wirklich das Fahrzeug autonom fahren kann. Nach welcher Zeit dann nochmal ein Warnhinweis kommt und nach welcher Zeit das Fahrzeug langsamer wird. Er bremst dann wirklich das Fahrzeug ab, bis auf ein paar km/h fährt er dann weiter. Also 4-5 km/h und er fährt dann einfach weiter. Das ist eine relativ kurze Zeit. Klar, wir haben jetzt noch nicht das, manchmal das System so implementiert, dass es vollautonom fahren kann. Und somit sagt natürlich der Gesetzgeber, ja, die Funktion ist da, aber nach einer gewissen Zeit muss dann einfach dieser Warnhinweis kommen und dann auch nach einer weiteren gewissen Zeit muss das Auto abgebremst werden. Ist soweit alles richtig? Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie wir das Ganze etwas austricksen können. Okay, wir schalten jetzt nochmal den Spurführungsassistenten ein. Und was wir jetzt machen ist, wir holen eine Wasserflasche, machen die hier dazwischen. Und jetzt lasse ich nochmal das Lenkrad los. Auto fährt jetzt komplett autonom, hält den Abstand zum Vordermann, hält uns aber auch in der Spur. Beide Systeme sind aktiv, also der Spurhalteassistent sehen wir hier links. Und der Spurführungsassistent sehen wir hier rechts und ganz rechts dann in, sage ich mal ein bisschen abgesetzt, der adaptive Geschwindigkeitsautomat. Wie ihr seht, immer noch keine Hände am Lenkrad. Eine gewisse Zeit ist schon vergangen und er fährt immer noch autonom, hält uns also in der Spur. Lenkrad lenkt selbstständig. Geschwindigkeit hat er erkannt, 80 km/h. Ich habe eine Toleranz von 4 km/h angegeben, sprich aktuell fahren wir ungefähr 84 km/h. Immer noch soweit okay. Wie gesagt, ich bin bereit, falls irgendwas sein sollte. Aber wie ihr seht, ist die Zeit jetzt viel, viel länger. Wir schauen uns mal an, wie lange jetzt das Ganze wirklich funktioniert. Ja, wie ihr seht, er fährt immer noch komplett autonom. Es war jetzt eine gute Zeit lang. Erklärung dafür ist, das Wasser schwabbelt natürlich ein wenig, ich sage jetzt in Anführungszeichen, simuliert. Sage ich mal, eine gewisse Handbewegung, also auch einen kleinen Widerstand, und das erkennt das Lenkrad und denkt, hier wäre jetzt der Fahrer am Fahren. Wie gesagt, er richtet sich jetzt auch nach den Verkehrsschildern. Ich mache mal 2-3 km/h weniger, einfach weil hier noch eine relativ lang gezogene Kurve ist. Wie ihr seht, immer noch keine Hände am Lenkrad die ganze Zeit. Er lenkt immer noch komplett autonom. Das funktioniert über
im Prinzip den ganzen kompletten Zeitraum, solange ihr die Wasserflasche dann da drin habt. Hole ich jetzt mal weg, weil es hier einen Spurwechsel gibt. Okay, das war es soweit zum Spurführungsassistenten, wie wir diesen ein bisschen, naja, austricksen können. Wie gesagt, damit sollte man jetzt keine allzu großen Schabernack treiben. Wollt euch nur zeigen, wie es funktioniert. Ich meine, das Lenkrad muss ja erkennen, ob jemand seine Hände dran hat oder nicht. Bedeutet, auch minimalste Bewegungen nimmt das Lenkrad wahr und die Wasserflasche, dadurch, dass das Wasser natürlich hin und her schwappt, bewegt es das Lenkrad minimal und somit simuliert es in Anführungszeichen Hände am Lenkrad. Und solange wir die Hände am Lenkrad haben, solange funktioniert auch der Spurführungsassistent reibungslos. Okay, wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!